Ja, das könnte passen. Das ist ja nicht so extrem schlimm. Analyse wäre zwar ganz praktisch, aber davor ziehe ich ihm haufenweise Mana jetzt. Und eine Heilung für eindeutig Dosis. Obwohl, da kann ich Schokolade oder sowas gleich verwenden. Oder auch so. Okay, noch einmal und danach wohl nichts mehr. Analyse. Wow, der hat angeblich nur so wenig, das glaube ich jetzt irgendwie nicht. So. Laterna, gut. Laterna, wo haben wir dich? Ah ja, stimmt, du hast als einziges Laterna, gut. Wow, vielleicht aber das brauchst du ab Artifi, ne? Das brauchst du ab Artifi, nee, lass es. Den werden die so irgendwie kaufen. Ich will ein einziges Mal laufen, ne? Gut, dann muss ich dir nachher verpassen. Okay, funktioniert vielleicht auch etwas von dem restlichen hier. Weniger. Okay, was kommt jetzt? Eure Majestät, aufwachen! Oh, wo bin ich? Was ist geschehen? Wenn das dein Gegner war, dann lache ich mir einen Ast ab. Wir speichern. Gleich danach. Gut gemacht. Eure Majestät, der Mana-Ritter hat den Spion besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Dass wir ihn besiegt haben, auch wir sind halt cool und so. Ja, wir sind richtig cool. Ohne dich wären alle verloren gewesen. Du bist wirklich ein Held. Und ich glaube, du drückst. Darf ich dir das geben? Nee, kannst du schön behalten. Ich nehm's zurück, ich nehm's gerne an. Ja, du bist schön. Und jetzt? Wie konnte das nur geschehen? Ja, wir wissen es. Guck dir mal ein bisschen genauer den König an. Siehst du das Gelbe unter seinem Bart? Sieht irgendwie aus wie Titten oder sowas in der Art. Was welche hätte. Irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Du hast viel gelernt in letzter Zeit. Und du redest. Doch die größte Prüfung steht dir noch bevor. Das Imperium scheint kurz davor zu sein, die Mana-Festung zu reaktivieren. Ich werde versuchen, es aufzuhalten. Besuche jetzt den Seher Luna, er wird dich wahren Mut lehren. Das versuche ich schon seit 5 Mal, den diesen verdammten Luna zu finden. Schon seit ich in den Trüffeldorf geschossen wurde. Und jetzt gucken wir hier mal, wo wir hier was zum Schlafen kriegen. Ich weiß, hier gibt es irgendwo noch einen Orb zu finden, glaube ich. Also ein Bett, zwei Bett. Dussel und Hagen, Hagen und Dussel. Und was gibt's hier so Schönes? Oh Gott, was für ein Labyrinth. Okay, wieder am Anfang. Hey, kleines Mädchen, komm mal bitte schön raus. Ich hab hier was Leckeres für dich. Komm, put, put, put. Danke. Du kriegst nichts. Oh
Okay, wir müssen hier runter, hier runter. Da ist ein Transcender Typ. Yep. Da, vielleicht würde auch gern durch, wenn das geht. Danke. Wie kann ich helfen? Zeig mal, was du so hast. Goldkette, Feuerring, eine Entenkappe, Belebungszeug. Der hat nichts Neues, wirklich. Ja, Belebungszeugs. Honig! Für 100 Honig? Gut, dann immer her damit. Frag mich, ob das noch da ist. Gut. Ich müde und so. Gut. Eigentlich nicht, aber egal. Ich guck dir jetzt zu, bis du bei Luna bist. Das kann dauern. Wieso finde ich hier nichts zum Schlafen? Ach, verschwinden wir hier einfach wieder. Unterhalt die Leute, los, sag was. Baum. Baum. Ja, Mann. Gut, du darfst aber auch nicht fliegen. Will ich auch gar nicht. Oh. Schnief. Was denn? Es macht Fliegen gar keinen Spaß mehr, ne? Was? Wenn du mich nicht ärgerst. Was? Hi, Lufti. Kann dir in die Augen sehen, Kleines. Andersrum, genau da ist es so. Wieso rede ich mit dem da? Wieso verwechsel ich immer in der Stadt das Einkaufszentrum mit dem Schlafzentrum? Hm? Oh. Da gingen wir offline, da gingen wir offline. Wo? Bei mir, aber mit Sicherheit nicht auf der Aufnahme. Spielstand sichern? Natürlich. Also, glaubst du, dass Luna überhaupt existiert? Ja. Ehrlich? Weil Victor von ihm geredet hat. Na, und jeder hat von ihm geredet und er war nie da. Ich bezweifle langsam seine Existenz. Ja, wir müssen unsere Doppelgänger besiegen, wenn wir jetzt Luna treffen. Ist das so kotzen? Doppelgänger? Du hast komplett Lösung weitergelesen? Ja, gerade eben. Hätte ich dir sagen können, in jedem von den alten Spielen kommt irgendwann ein Doppelgänger vor. Ja, da steht, wenn wir Luna jetzt treffen, gibt es uns die Mutprobe, wenn das Mutprobe ist halt immer so Doppelgänger besiegen oder irgend sowas in der Art stand da gerade. Gut, aber wieso musst du mir das vorlesen? Spoiler! Spam! Okay. Sollen wir jetzt einfach so? Ich wollte nur wissen, was auf uns zukommt. Na, dann freue ich mich schon auf die Mana-Festung. Da kommt auch was auf uns zu. Kommt da vorhin was? Nee, der Baum kommt davor schon. Kommt da. Und bei Mana-Baum kommen, glaube ich, 5 oder 6 Endgegner. Kommt da Fliegenschiss? Fliegenschiss? Ja, zweimal sogar. Ich will nicht dich spielen. Gib mir meinen Kart zurück. Wieso? Gib mir meinen Kart zurück. Schon passiert. Also, Luna, wenn du jetzt nicht da bist, tritt ich hier sowas von in den Piep.
Ich hol schon mal meine Lanze zu sehen.